Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast zum Interview. Das ist die liebe Anna Trökes. Hallo, liebe Anna. Hallo, vielen Und Dank für die Einladung. ich bin sowas von happy und ich glaube, ganz, ganz viele auch der Zuschauer, dass du hier bei dem Kongress dabei bist. Du bist ja ein absoluter Koryphäe im deutschsprachigen Raum, was Yoga betrifft. Du bist seit Jahrzehnten unterwegs in dem Thema und in der Erfahrung. Du hast unzählige Bücher geschrieben und du bist Ausbilderin, Lehrerin für Philosophie, Yoga-Philosophie, Yoga-Psychologie, auch die Richtung. Deine Fokusthemen sind ja eben Pranayama, also Atem und Meditation. Und du bist auch unter anderem meine Ausbilderin gewesen während meiner Ausbildung als Yogalehrer. Und ich bin jetzt einfach nur ganz, ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja, danke. Du hast uns auch einen Leitsatz, einen Leitgedanken mitgebracht, welcher dich dein Leben lang begleitet. Wie lautet er und wie hat dieser Satz dich gefunden? Mein Leitsatz ist, jeder Mensch kann Yoga machen, in jedem Alter, in jedem Gesundheitszustand, aus jeder Kultur. Das ist übrigens etwas, was auch die Quellentexte hergeben, das Yoga Sutra bzw. die Hatha Yoga Pradipika. Und ein Leitsatz für mich seit der Kindheit ist, Yoga hilft, wenn man übt. Und dieser Leitsatz, Yoga hilft, wenn man übt, habe ich über meine Mutter mitbekommen, die bereits in den 60er Jahren in Berlin an der Volkshochschule Yoga übte, um mit den Folgen ihrer Kriegserlebnisse irgendwie klarzukommen. Und ich habe gemerkt, dass dieser Yoga-Tag einmal in der Woche für sie ein absolutes Highlight war und damit auch für unsere Familie ein Highlight war. Und dann hat sie aufgehört zu üben, weil sie eine Autoimmunerkrankung bekommen hat. Und dann war auch die Wirkung weg. Ich habe nach einem Unfall das wieder aufgenommen und bei mir hat es dann allerdings auch gewirkt. Solange ich übe, bin ich selbstwirksam und wenn ich aufhöre zu üben, merke ich einfach ganz deutlich den Unterschied. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, auch jetzt gerade während der Kongressvorbereitung. Also wenn man wirklich nicht täglich oder zumindest regelmäßig dazu kommt, dann fängt an, ja, zu zippen. Also nicht nur im Körper, aber auch die Seele und das Nervensystem. Genau, wird ja nicht mehr so, ne? Funktioniert ja nicht mehr alles. Genau. Du warst ja auch gerade beim SFR, bei Sternstunde. Das ist ein, ja, hoch, wie soll ich sagen, also nicht nur sehr bekannte Fernsehsendung und Serie ist das ja auch, aber auch ganz, ganz ja, spezielle Themen und auch. Gleich bei unserem Skobel im deutschen Fernsehen. Genau, ja, genau, danke, danke. Und unter anderem hast du auch dort über unser inneren Wesenskern auf Sanskrit Svatma gesprochen. Und würdest du uns jetzt hier erläutern, was das im Kontext vielleicht auch von Trauma bedeuten kann? Ja, es gibt diese Überlegung im Yoga, die über verschiedene Traditionen und durch verschiedene Jahrhunderte immer wieder auftaucht. Es gibt etwas in uns, das ist erreichbar für Leid und das ist das Ego. Das Ego, die Persönlichkeit, die Person, also die Person, als die ich mich empfinde, dieses Ego, diese Persönlichkeit, als die ich mich erfinde und auch
in die Welt hineinbringe, die ist jederzeit zu kränken und zu verletzen und auch zu demütigen, weil das Ego für sich ganz tief drinnen schon irgendwie weiß, dass es keine Substanz hat. Es ist ja nur ein Konzept, ne? Es ist ein Konzept, das oder ein Konstrukt, besser gesagt, das auf Konzepten gründet, also ein konzeptionelles Konstrukt. Es hat in sich keine Substanz. Keiner hat jeden Ego jemals in der Hand gehabt. Ja. Oder eine Persönlichkeit in der Hand gehabt. Ja, es sind Rollen, das sind, ist eben Performance, das sind Glaubenssätze, also alles auf einer völlig konzeptionellen, aber unsubstanziellen Ebene. Ja, und etwas ganz tief innen drin weiß das, und deswegen hat uns das Yoga Sutra gesagt, dass dieses Asmita, also diese Vorstellung von mir als Person, immer im Team unterwegs ist mit tiefsitzender Unsicherheit und Angst, noch Angst vor der Vergänglichkeit. Ja, das ist eine brisante Mischung, und da sind wir natürlich ganz stark zu traumatisieren, weil da sind diese Traumata, und die nehmen wir als Person, also als Psyche und verkörpert als Soma persönlich. Ich denke mal, das ist mir passiert. Ja, es ist mir ja auch passiert. Und das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber es gibt, und das ist auch ein Konzept, aber ein wirklich sehr heilsames Konzept, darunter etwas, was, wie Yoga sagt, oder zum Beispiel auch Jung sagt, das nicht zu erreichen ist. Das Kernselbst nennt man das heute in der Psychologie. Und im Yoga nennen wir das das Selbst oder Purusha. Es ist eine Ebene in mir, die gekennzeichnet ist durch Bewusstsein oder Bewusstheit und die natürlich auch verkörpert ist. Also Energie und Bewusstsein. Ja, Energie ist dieser Körper, der ich bin, der durchdrungen ist von Bewusstheit und vom Bewusstsein. Und das ist gewissermaßen das Leben an sich. Und das Leben an sich ist wie Bewusstsein und wie Energie unantastbar. Weißt du, da kann passieren, was will. Kein Feind wird da je rankommen. Die Bhagavad Gita sagt uns, das ist mit Feuer nicht zu verbrennen, mit Wasser nicht zu ertränken, mit dem Schwert nicht zu erschlagen. Ja, und wenn ich dieses Konzept für mich übernehme und wenn ich dieses Konzept immer weiter nähre, dann komme ich zu der Überzeugung und vertraue darauf, dass es so etwas in mir gibt, eine heile Mitte, ein heiler Wesenskern, ein unverletzlicher Wesenskern. Patanjali nennt es auch, das Licht im Herzen, das von Leid unberührt bleibt. Ja, und selbst wenn ich weiß, das ist nur ein Konzept, kann ich sagen, dieses Ego, was verletzlich ist, was kränkbar ist, ist ja auch nur ein Konzept. Ne? Und ich wechsle über auf ein Konzept, das verletzbar ist, zu einem Konzept, was mir Schutz bietet, was mir Zuflucht bietet, wo ich mich in mir sicher fühle. Ja, das ist eine bewusste Entscheidung. Also ich wechsle über von einem Konzept zum anderen. Gewissermaßen eine kognitive Umstrukturierung. Ja, genau, genau. Und von sicherem Boden zu einem sicheren Boden. Ja, ja. Genau. Und das eine ist genauso im Grunde genommen unsicher wie das andere. Aber das eine ist Beschwernis verursachend und das andere ist Erleichterung erschaffend. Und das ist das, was uns das Yoga Sutra anbietet. Ja. Viele Konzepte, die dir Erleichterung verschaffen, die unnötiges Leid verhindern. Ja, und ich bin da total auf dem Boden, gerade des Yoga-Sutra, aber auch der anderen Quellentexte. Und diese Konzepte sind jetzt seit Jahrhunderten im Angebot und sie sind nicht irgendwo untergegangen im Laufe der Zeit, weil sie eben so hilfreich sind. Ja, und wie du gerade erwähnt hattest, mit kognitiver Umstrukturierung, nicht wahr, nach Beck, das ist ja moderne Psychologie, sage ich mal,
passiert aber genau das, was uns ja Yoga seit so langem bereits anbietet. Also es wurde letztes Endes vielleicht in ein anderer, in ein, im Rahmen eines anderen Konstruktes, aber ähnlicherweise beschrieben. Und ich kann von mir sprechen, auch als jemand mit Traumaerfahrungen, dass diese, ich kann das Konzept nennen oder Konstrukt nennen, aber diese Bewusstheit von diesem, ja, von dieser Möglichkeit hilft mir sehr. Und ich kann das auch sehr gut vorstellen, dass es so ist. Wenn ich das so betrachte als Baby, nicht wahr, komme ich auf die Welt und dann kommen die ganzen Erfahrungen, Einwirkungen und so weiter. Unter anderem auch ja, mit Gewalt Einwirkungen. Auf jeden Fall entwickeln wir uns gewisse Strategien im Verhalten, in Handlung, wie ich mit meinen Emotionen umgehe, wie ich mit meinen Bedürfnissen umgehe. Und das ist ja dann, was du gesagt hast, ne? Das wird ja zu meiner Persönlichkeit, zu meinem Ego letztendlich. Ja, also ich kann ja ein Ego haben und mich als Opfer sehen. Und das habe ich mir angewöhnt und das gefällt mir jeden Tag wieder aufs Neue gut. Ich stelle eher diesen Shakti-Aspekt in den Mittelpunkt. Und Shakti ist diejenige, die das Leben gestaltet, also das Denken gestaltet, die Bewertungen gestaltet, die Einschätzung gestaltet, die Weltsicht gestaltet, die Ausrichtung des inneren Kompasses gestaltet. Und da wir Homo sapiens sapiens sind, haben wir nämlich mit dem zweiten Sapiens die Möglichkeit, das abzuwägen. Also wir haben dieses Stirnhirn, mit dem wir das machen können. Und wir können uns bewusst entscheiden, will ich diesen einen oder diesen anderen Weg gehen. Ja, und das, denke ich, ist ein riesiges Geschenk, was das Leben uns als Menschen gemacht hat. Wir können uns aus der Opferrolle befreien, wenn wir erkennen, dass wir, wenn wir in ihr verhaftet bleiben, ja, uns immer wieder selber Leid und auch Stress erschaffen, nicht? Ja, ich kann sagen, ja, das war, und ich weiß auch nicht, wofür das gut war. Also war sicher für irgendwie was gut. Das hat mich auf den Weg geschickt. Ich wäre nicht die, die ich bin, wenn ich nicht diese Erfahrung gemacht hätte. Und wir alle wissen ja aus unserer Erfahrung, dass gerade leidhafte Erfahrungen ja sehr, sehr wirkmächtig sind, ja. Also da hört dieses Larifari vom Leben auf. Also da geht's wirklich zur Sache, nicht? Also da kommt wirklich die Frage auf, wie will ich damit umgehen? Und das umzudeuten in eine Sinnhaftigkeit, das ist ja das, was in der positiven Psychologie das ganz Neue war, ja, dass uns dieses Tool in die Hand gegeben wurde. Ja, nicht immer in der Vergangenheit rumstochern und sagen, ah, der war schuld, der war schuld, der war schuld. Das hilft doch nicht. Das erschafft immer wieder neuen Stress und schlechte Laune und das nährt dieses Opferbewusstsein immer wieder aufs Neue. Sich zu sagen, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht, das schult mich im Mitgefühl, das schult mich im Einfühlungsvermögen, das gibt meinem Wesen Tiefe und ja, wir können das wirklich anders betrachten. Und das ist ein Teil unseres Menschseins, das Potenzial unserer Menschlichkeit. Ja, genau. Und das heißt, dass wir uns selbst helfen können und uns selbst wirksam machen können. Und Ja. vielleicht noch ergänzend, weil ich ja etwas hier mitgebracht habe. In Yoga nennt man ja eben diese Ego und Persönlichkeit, sage ich mal, beziehungsweise wo halt die ganzen Gedanken ständig herumschwirren, nicht wahr? The Mind, Chitta. Also man sagt ja auch, nicht wahr, dieser The Monkey Mind. Und ich erkläre Betroffenen eben gewisse Situationen auch aus der frühen Kindheit mit Chitta. Und Chitta ist ja auch bei Tarzan schon, nicht wahr? Ein kleines Äffchen gewesen. Und
kann ich mir wirklich auch gut vorstellen, gibt es ja dann eben ein kleiner, ein Träume dazu. Also das kleine, letztes Endes Svatma, also unser unversehrter Wir, welche tatsächlich in der Lage ist, zwischen diesen zwei Welten zu schalten, was du beschrieben hast. Genau ist das so. Ich möchte da noch ein anderes Bild nehmen zu Citta. Citta ist ja das Feld, in dem sich die Aktivitäten des Geistes, also das Denken, das Fühlen, das Erinnern, das Planen, das Konzeptionalisieren, das Abwägen und so weiter bewegt. Ja. Daniel Siegel, ein wunderbarer Bewusstseinsforscher und klinischer Psychologe aus den USA, der übrigens ein dickes Buch über Mind geschrieben hat, wie auch über das achtsame Gehirn und so weiter, der gibt ein anderes, der gibt ein Bild für diesen Chitta. Und seitdem ich mit diesem Bild unterwegs bin, merke ich, dass das ist eine richtige Erweiterung, eine große Hilfe. Nämlich er spricht vom Feld der Möglichkeiten. Und ich sehe eine ganz weite Ebene und mein Gehirn hat mir gesagt, die Möglichkeiten, das sind wie überall am Rand dieses Feldes so Türen, die können sich öffnen. Ja, und da wird etwas möglich. Dann gehe ich hier rein und dort rein oder dort rein oder die Tür geht auf und es kommt etwas auf mich zu. Wenn ich stehe im Feld der Möglichkeiten, sehe ich natürlicherweise maximal 60%. Ja, ich habe ein sehr breites Blickfeld. Ich sehe schon 60%, aber da hinten, die 40%, die sehe ich nie. Aber wenn ich mich jetzt drehe, dann sehe ich einfach diese 60% oder diese. Und da hinten, die 40%, die sehe ich immer nicht. Ja. Ja, also es sind ungeahnte Möglichkeiten, wo ich bewirken kann, dass sich Türen öffnen, dass etwas, dass eine Möglichkeit sich eröffnet, das ist so ein schöner deutscher Begriff, oder dass etwas auf mich zukommt. Ja? Und da habe ich einerseits sehr, sehr große Handlungsspielräume und ich kann auch immer wieder neu probieren. Und zum anderen gibt es immer da hinten noch die Überraschung, ja, wenn ich in dieser Offenheit, in diesem offenen Gewahrsein, in diesem Chitta, in diesem Feld der Möglichkeiten stehe, Ja, also kann sich mir einfach ganz viel eröffnen an Erkenntnis, an Einsichten, an Umsetzungsmöglichkeiten. Und das macht mich einerseits zum Mitspieler in diesem Spiel und zum anderen kann mir auch so gut zugespielt werden in dieser Offenheit. Verstehst du das? sehr. Da können Erinnerungen kommen, da können Gedanken kommen, da können Lösungsmöglichkeiten sich eröffnen. Also dieses Bild ist, also diese Tür geht zu, ja. Da ist wieder etwas, das kenne ich, da ist wieder die Tür zugegangen. Und wenn ich in diesem offenen Gewahrsein bleibe, erlebe ich immer wieder, dass wenn die zugeht, diese zugeht, dann geht eine andere auf. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich, weil durch Das fehlt, nicht? Trauma, und durch Trauma geht unser Blickfeld komplett zu, nicht wahr? Ja, genau, also Tunnel oder wie bei den Pferden, nicht wahr, wo diese Scheuklappe ist. Und tatsächlich nehmen wir überhaupt nicht mehr wahr, was alles noch letztes Endes da ist, zu entdecken oder überhaupt andere Alternativen. Und dadurch geht auch Motivation verloren, nochmal was zu probieren. Also das gefällt mir sehr. Das Bild so kannte ich nicht. Und ich assoziiere dann gleich sofort, ja, mit diesem ja, Möglichkeitsraum zu dem Begriff Absichtslosigkeit. Ich kann Ja. eben ganz gut daran anknüpfen. Ja, die Absichtslosigkeit gehört ja zum offenen Gewahrsein, dem offenen Gewahrsein, mit dem ich dem Leben begegne und auch mir selber immer wieder begegne, um eben offen zu bleiben für ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Möglichkeiten,
zu bewerten, einzuschätzen, aber auch zu entscheiden. Nicht? Ich kann mich hierfür und dafür entscheiden. Absichtslos heißt, ich kann ja sowieso immer nur das tun, was ich im Moment verstehe. Und ja, das ist eigentlich gut. So gut, wie ich das im Moment blicke und verstehe, kann ich nur entscheiden und handeln. Ich kenne ja nie die ganze Komplexität eines Zusammenhangs, kann ich einfach nicht erkennen. Und die Bhagavad Gita sagt ja ganz schön, also das sagt Krishna, Arjuna, du kannst die Komplexität der Situation nicht verstehen. Was du aber tun kannst, ist, mach das, von dem du den Eindruck hast, dass es im Moment getan werden muss. Also tu das, was getan werden muss, so wie du das jetzt verstehst. Und dann tust du das und dann entsteht daraus etwas und dann kannst du wieder darauf schauen und sehen, war das jetzt zielführend und problemlösend oder auch nicht? Und dann kannst du in dem nächsten Schritt das ja wieder korrigieren, wenn es noch nicht, ja, in die richtige Richtung ging. Und so, also wenn ich zu fixiert bin auf eine Absicht oder auf ein Ziel, ja, dann renne ich mich eben so schnell fest oder bin ganz schnell frustriert, weil es das nicht war. Und so bin ich gewissermaßen wie ein Kind, das laufen lernt. Und das macht seine Versuche ganz aus sich heraus. Ja, ganz, ganz sicher geht es in die richtige Richtung, aber es fällt immer wieder hin. Und dann steht es auf und macht die nächsten Versuche und probiert was anderes. Und manchmal ist es auch ungeduldig und zornig und es kann noch nicht mal darüber reflektieren, aber es beruhigt sich dann auch wieder, macht die nächsten Versuche, bis es irgendwann in dieser zielgerichteten Absichtslosigkeit Ja. laufen kann. Das ist ein toller Begriff. Zielgerichtet. Ja, das ist in uns angelegt, also es ist ganz tief in unserem Nervensystem angelegt und ich nehme das immer öfter auf, je älter ich werde, weil ich merke, dass das ein sehr guter Ansatz ist. Wie gesagt, wenn ich mich zu sehr auf die Ergebnisse konzentriere, dann, also die ich erwarte und überhaupt auf Erwartungen konzentriere, dann bin ich eben ganz schnell im Stress. Und in der Absichtslosigkeit handle ich genauso, aber es ist wie ein Versuch. Ich probiere es erstmal. Mal sehen, wo es hinführt. Ja, und wenn nicht, was ein Versuch, super, ich habe es wenigstens probiert und dann kommt der nächste Versuch. Ja, und ich Das ist denke, sehr erleichternd. ja, also total, weil wir befreien uns selbst dadurch. Also wenn ich diese Haltung habe, Wir befreien uns selbst. das ist wirklich, und auf dem Weg und auf dem Pfad der Heilung, genau, wird es leichter. Also ist dann alles, ich erzähle vielleicht eher andersrum, sobald ich, das ist ja meine Erfahrung auch, wenn ich das loslasse im Sinne also keine Erwartungshaltung, sondern mal schauen, was kommt, dann erlebe ich bis heute am häufigsten, dass ich mit mir eins bin. Dass eben diese Citta, also mit den, eher, ich spreche jetzt eher Ego und Persönlichkeit, ja, diese heutige Form, auch durch Trauma geprägt, aber eigentlich ausgeschaltet ist, ja, sondern dann kehre ich zu Gewahrsein und eben im Moment zu mir zurück. Das ist ein Wahnsinn. Du stehst in der Mitte und Ja. du bist einerseits eingebunden in das Leben, das so komplex ist, dass da geschieht uns ganz viel. Aber in der Mitte des Feldes der Möglichkeiten bin ich, bist du Shakti, das, was gestaltet, das, was aktiv bewusst wählt. Das ist Vritti. Vritti kommt von der Wortwurzel wählen, die Aktivitäten des Geistes. Ja? Das Wort Vritti kommt von der Wortwurzel wählen. Und das Yoga Sutra sagt uns gleich, bevor uns die Vrittis noch vorgestellt werden,
Jede Aktivität des Geistes trägt in sich das Potenzial, dass es uns zu Beschwernis führt, also in die Erfahrung von Beschwernis oder in die Erfahrung von Erleichterung. Das ist Wählen. Ich wähle. Ja. Ich wähle. Ja. Ja. Wie bewerte ich das? Wie schätze ich das ein? Wie ordne ich das ein? Ja, das sind unglaubliche Spielräume. Und ich denke, es ist mir so wie eingebrannt. Wir wissen ja alle, dass tibetische Mönche in chinesischen Gulags oft massiv gequält worden sind. Sie sollen dem Buddhismus abschwören, dem Dalai Lama abschwören, überhaupt so ein älterer Mönch dann beim Dalai Lama vorspricht und der fragt ihn, ja, wie geht's dir denn so? Du warst jetzt ganz lange in so einer Haft und was hat dir denn da geholfen? Und er sagt natürlich, ich habe eine innere Zuflucht gehabt. Das ist ja bei den Buddhisten dann nicht das Selbst, sondern das ist diese Erfahrung, ich bin substanzlos. Ja, das ist aber vielleicht nur ein anderes Wort für dieselbe Zuflucht. Und dann fragt der Dalai Lama ihn, und was war in all diesen Jahren deine schlimmste Erfahrung? Jetzt erwartet man natürlich, dass er sagt, da hat mich einer ganz besonders gequält und so. Der Mönch sagt was ganz anderes. Er sagt, es war der Moment, wo ich gefürchtet habe, mein Mitgefühl für den zu verlieren, der mich so gequält hat. Und das saß, oh wow. Dann dachte ich, es gibt etwas, das ist stärker, ja. Wenn ich im Mitgefühl gegründet bin, dann habe ich etwas, was mich als Person immer wieder empowert. Ja, ich bin immer im Mitgefühl, immer am Hebel. Verstehst du das? Ja, ja. Ich bin kein Opfer mehr. Genau. Ja. Also da ist einer, der misshandelt mich, der quält mich, der behandelt mich schlecht. Und ich gucke den an und denke, meine Güte, muss dieser Mensch das nötig haben? Und ich bleibe bei mir und total in meiner Souveränität und in meiner Autonomie. Ja, ja. Und das hilft. Das hier, das ist eine Kraftquelle, die ist, auf jeden Fall. Solange man ihr, ich meine, man muss die antrainieren, nicht? Man muss sein ganzes Gehirn da verändern im Laufe von Jahren. Aber ich denke, wenn man da hinkommt, in dieses Mitgefühl, Selbstmitgefühl und Mitgefühl, dann kann man für sich selbst in der Bewältigung von was immer auch unglaublich viel bewirken. Ja, vor allem, ich sehe auch das Mitgefühl und Selbstmitgefühl der erste Schritt auch zur Selbstliebe ist. Ja. Traumatisierten so schwierig ist, nicht wahr? Und dann sind wir auch ein bisschen schon bei dem Begriff Ahimsa, nicht Gewalt, nicht wahr? Ja, weil was dazu, genau. Ja, Ahimsa, dieses, das hat ganz viel mit der Absichtslosigkeit zu tun. Ahimsa heißt auch gewissermaßen sich selbst wie eine begleitende, freundliche, gütige, wohlwollende, geduldige und fehlerfreundliche Person durch all die Prozesse begleiten. Ja? Nicht permanent von sich verlangen, dass man jetzt sofort auf der Stelle dies und das und jenes macht, sondern ich finde diesen Begriff der Fehlerfreundlichkeit so wichtig. Ja, man wird natürlich, weil das, man hat ja neuronale Netzwerke zu den Erfahrungen gebildet, man wird immer wieder zurückfallen, ja, wenn der Stressor besonders stark ist. Aber man kann es auch im nächsten Moment erkennen, ich bin zurückgefallen und ja, ich weiß, dieser Stressor war sehr stark. Und dann kann man sich aber sagen, ja, und ich bin in der Lage, damit umzugehen. Ja, und das ist nicht dieses Strenge, dieses Ungeduldige, dieses, jetzt reiß dich mal zusammen,
was ja gar nicht wirkt. Ja, sondern es ist wirklich, man gestaltet sich einen Teil der eigenen Person als dieses Wegbegleitende, was einen dann so wie an der, weißt du, wie so von hinten an der Schulter nimmt und sagt, komm, Anna, das war's jetzt gerade nicht, aber macht nichts. Ja, wir gehen den nächsten Schritt, wir schaffen das. Und Patanjali sagt uns dann ja im Yoga Sutra, schau auf die Beispiele. Ja, da sind Menschen, die haben ganz andere Dinge erlebt als du und die haben sich, indem sie immer wieder zu sich zurückgekommen sind, die haben sich das Wichtigste bewahrt, ihre Würde, ihre Autonomie. Und das ist in dir angelegt, das ist in jedem Menschen angelegt. Das kannst du auch Ja. schaffen. Das. Wir gehen einfach den nächsten Schritt. Das war gerade Moment des Rückschritts. Macht nichts. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt Ja. weiter. Und dadurch entsteht Resilienz. Und Menschen haben in sich ein Potenzial für Resilienz, oft auch Ressourcen, von denen wissen sie nichts, aber da kann man sie coachen. Ja, das kann man ihnen beibringen, da kann man sie trainieren. Und jeder Mensch kann resilienter werden. Bezogen auf das, was ihm im Leben passiert ist. Und Resilienz ist was Wunderbares. Wenn man sich in seiner eigenen Resilienz erfährt, wieder in seiner Würde, in seiner Autonomie, ist man in der Erfahrung des Menschseins. Ja. Verstehst du? Ja. Das, Ja. ja, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Schatz. Das ist ein wirklicher Schatz. Das ist etwas, was uns Yoga, aber auch Buddhismus gegeben hat. Und jetzt die moderne positive Psychologie und die ressourcenorientierte Psychologie, ja, uns zurückgegeben hat. Dort, also das ist das, wo wir Mensch werden. Ja, wollte ich genau. Nicht Spielball auf dem Billardtisch des Lebens, wo immer irgendeiner schubst und so weiter. Nein, ich bin irgendwann der Stab und ich bin diejenige, die den Stab in der Hand hat. Ich bin es. Shakti. Ja. Shakti, die das Leben gestaltet. Alles. Wir sind jetzt noch zwei Begriffe dann dazu, also sofort gekommen, weil du sagtest mit Autonomie. Also das ist für mich, was du jetzt so beschrieben hast, ist schon fast ein von Außenwelt unabhängige Autonomie, wo ich immer sicher bin. Und Autonomie wissen wir, das ist eine der vier Grundbedürfnisse. Also es ist wirklich ist angelegt. Und was mir noch an Gedanke kam, dass mit der Autonomie Würde? würde auch, aber jetzt weiß ich, wo du gesagt hast, ja, Anna, das war jetzt mal, ne, nicht so, das hat mich sofort daran erinnert, was jetzt heute in der Moderne auch ganzheitliche Trauma-Begleitung als Beälterung, Nachbeälterung genannt wird. Ja. Und das ist genau diese Haltung, also wo ich ja mit mir selbst wirklich mit Mitgefühl und Liebe zu mir selbst in der Annahme umgehe. Nachbeälterung. Es gibt dann noch ein anderes Wort, mit dem ich bekannt geworden bin in letzter Zeit. Und das heißt einhegen. Ah. Bestimmte, auch unangenehme und schmerzhafte Erfahrungen liebevoll einhegen. Ich krieg Gänsehaut, liebe Hanna. Einhegen. Kommen mir die Tränen, ja? Aber das mache ich. Das macht keiner für mich. Ich hege das ein. Ich nehme das auch zu mir und sage auch du, Schmerz, Kummer, Trauer, auch du gehörst zu mir. Ich nehme dich. Ich hege dich ein in mein Leben. Ah, das ist, ich finde, das ist so ein wunderbares und so ein heilsames Bild. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass du tief eingeatmet hast und das war wie so ganz, ganz von auch wieder von tiefen befreiendes Ausatmen. Und ich möchte jetzt zu einem deinen auch Lieblings- oder Fokusthemen zu Pranayama
vielleicht fragen, was du aus diesem Schatz und Reich für Menschen mit Traumaerfahrungen und Traumafolgeerkrankungen wie auch Depression empfehlen würdest. Ja, wenn das, wenn die, wenn, wenn das Flashback sich anschleicht, ja, es kommt ja, nee, es hat immer so einen ganz kurzen Vorlauf, bevor es richtig losdonnert. Wenn ich dann auf Atmen zurückgreife, habe ich eine Möglichkeit zu deeskalieren. Und es kann ja einfach nur seufzen und tief aufatmen und durchatmen sein. Das ist eine Möglichkeit. Also jeder Mensch hat ja irgendwie vielleicht auch einen Gegenstand. Bei mir war es immer der Teppichklopfer. Wenn ich nur ganz harmlos irgendwo einen Teppichklopfer gesehen habe, dann kam es schon, ja. Annachen, beruhig dich. Das ist ein Teppichklopfer, der hat nichts mehr mit dir zu tun. Aber es geht über den Atem. Wenn ich nicht mache, kann ich mir das hinterher nicht sagen. Dann bleibe ich in diesem, ja, hinteren Vagus drin stecken. Und so gehe ich wieder in den vorderen rein. Das ist der Sympathikus. Ja. Aktiviert, genau. Ja, der bewegt es. Und wenn ich in sowas feststecke, ja, das passiert ja auch, weil ich habe ja zum Beispiel auch eine lange Geschichte von Depression. Jetzt keine Ahnung, ob das was mit den Traumata zu tun hat. Bei mir war es eigentlich eine Schilddrüsenunterfunktion, die kann aber auch darin gegründet sein. Ist egal. Ja, auf jeden Fall, wenn ich daran festgesteckt habe und ich habe gemerkt, ich gehe in ein schnelleres Atmen, zum Beispiel auch nur ein angedeutetes Feueratmen. Verändert sich sofort die Energie. Ja, das ist einfach so. Das geht übers vegetative Nervensystem und ich habe da sowas wie so ein Mischpult mit der Atmung, wo ich mich aus einem Zustand in einen anderen reinatmen kann. Also man kann sich aber den Atem aktivieren und beruhigen und das ist evidenzbasiert seit Jahrtausenden. Das ist eben auch schon so lange beschrieben und heute ist es wissenschaftlich belegt. Das ist sehr hilfreich. Oder auch mal die Luft anhalten und in der Atemfülle bleiben und sagen, ich verbinde mich hier wieder mit der Fülle. Ich gucke gerade auf das Gefühl vom Mangel. Aber da ist Fülle und tatsächlich ist es ja so, dass das hebt. Das passiert alles nicht sofort und auf der Stelle. Und das Yoga Sutra sagt uns ganz klug, übe diese Strategien ein, wenn es dir gerade, wenn du im grünen Bereich bist, wenn es dir gerade gut geht. Und übe die wieder und wieder und wieder ein. In Klammern, schaff dir dazu ein neuronales Netzwerk und dann probier das mit geringem, also niedrigschwelligem Stress aus. Und dann wird dir das nach und nach auch in ganz bedrohlichen Situationen zur Verfügung stehen. Und wenn nicht sofort und auf der Stelle, macht es nichts, aber vielleicht fällt es dir eine Minute später ein. Ja, ich merke einfach, und das ist das Wesentliche, ich erzeuge Selbstwirksamkeit. Also ich verstehe, was mir hilft und ich verstehe, was ich mir selber Gutes tun kann. Und da gibt es ein wunderbares Buch von einer Therapeutin, die mit Stephen Porges zusammengearbeitet hat in der Polyvagaltheorie. Deb Dana heißt diese Frau. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Polyvagaltheorie in der Therapie. Und sie hat dazu eine ganze Reihe von Fragebögen entwickelt, wo ich für mich checken kann, was sind die Situationen, die führen mich immer wieder in das Leid, die leidvolle Erfahrung rein. Ich werde da sehr genau, ich werde da sehr differenziert, ganz viel Viveka-Unterscheidungsfähigkeit ist gefragt. Und dann fragt sie, welche Strategien kennst du bereits, um dir da rauszuhelfen? Ja, man schreibt es auf, das ist ja, dann auch wirklich zu Ende gedacht. Was kannst du für dich selber tun? Was kannst du, wen kannst du fragen? Wer kann dir dabei helfen? Welche Ressourcen kannst du anlegen? Kleine Ressourcenkoffer kann ich mir erschaffen. Das sind Melodien, Sprüche, Mantras,
Atemübungen und so weiter. Und ich mache mich wirklich fit für den nächsten Anfall. Ja, und das ist eine ganz großartige Art und Weise, damit umzugehen. Und ich kann dieses Buch von Deb Dana wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Das ist wirklich ein praktisches, ein alltagspraktisches Tool. Und da kann ich, was ich in der Psychotherapie gelernt habe, in der Traumatherapie, im Yoga, alles das kann ich da einpflegen, weißt du? Aber es ist wie so ein Formular. Super gut. Und ich möchte auch, also sogar zwei Bücher empfehlen, ja, und die sind aber von dir, liebe Anna, weil ich habe hier nämlich zwei, ja, gleich zwei, weil Ja. ich liebe sie. Und hier in diesem, Nicht mehr. bitte? Es gibt es nicht mehr. Ich kaufe gerade die Rechte zurück. Wirklich? Wir möchten das dann bei Uwe Barth wieder rausbringen, aber es gibt kein einziges Exemplar mehr von diesem Buch. Der Verlag hat es aus dem Programm genommen. Ja. Aber also das ist, ich finde das verheerend. Es ist verheerend. Gerade wollte ich auch sagen, ja, du beschreibst auch gerade in diesem, im Kontext von Yoga, Sogar bei Depressionen, ja. ja, sehr, sehr bildhaft auch die Polyvagaltheorie, ja, und wie man das eben zunutze machen kann. Und da gibt es auch hier ganz, ganz viele Übungen da drin. Und zweite ist ja das hier, also Selbstheilung, beziehungsweise ja, wie aktiviere ich auch die Resilienz oder fördere ich? Und beide, ja, also ich liebe diese Bücher und du sagst, die gibt es nicht mehr. Das Depressionsbuch gibt es nicht mehr, die Selbstheilung gibt es noch. Aber das ist Und die wirklich. Stress-Yoga gibt es noch, das war ja eine Reihe. Es ging los mit Anti-Stress-Yoga, dann kam Depression, dann kam Selbstheilung und die drei, die arbeiten ja ganz eng zusammen. Genau. Ja. Und das bedeutet jetzt, dass du das nicht mehr verlegen darfst, oder wie? Also ich bekomme gerade die Rechte zurück und wird gerade eben verhandelt. Und dann werde ich mit diesem Text nochmal arbeiten können. Ich werde ihn nochmal ein bisschen anpassen an ein paar neuere Erkenntnisse. Und dann soll das aber wohl erst nächstes, übernächstes Jahr bei Uwe Barth rauskommen. Also wir möchten auf jeden Fall dieses Wissen weiterhin verfügbar halten, weil es so wichtig ist und aber ich lehre ja darüber auch ständig, nicht? Also das ist die frohe Botschaft, mit der ich gewissermaßen unterwegs bin. Also nicht nur Yoga hilft und jeder kann das machen und wenn man übt, dann ist es tatsächlich sehr, sehr wirksam, sondern auch mit welchen Konzepten kann man sich unterstützen, mit welchen Methoden kann man sich unterstützen. Dafür braucht man dann den Lehrer, der das mit einem einübt. Die Geschichten dazu erzählt und die persönlichen Erfahrungen erzählt. Ja, weil das Lernen ankert ja nur in einem Menschen, der was lernen will, wenn er irgendwie emotional erreicht wird, wenn es für ihn bedeutungsvoll ist und wenn er das Gefühl hat, es geht ihn was an. Und vor allen Dingen, wie Hüther sagt, wir lernen nur, wenn wir das Gefühl haben, dass es uns mit dem Gelernten hinterher besser geht. Ja, also ein gewisser Nutzen im Ja, natürlich, das ist ja für die Motivation ist das wichtig, dass man ja immer noch absichtslos, weil besser gehen ist ja irgendwie so ein weites Feld. Also da kann ich jetzt nicht Ziele setzen, aber ich kann schon was tun, um mich aus einem Unbehagen, also um das Unbehagen in mir zu mindern, um mich zu etwas mehr Wohlbefinden hinzuführen, auf jeden Fall. Ja, liebe Anne, was wünschst du dir in deiner Arbeit oder um deine Arbeit herum? Ja, nach wie vor die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. Ja, ich habe ja nicht nur die frohe Botschaft, also mit den Konzepten und den Methoden, sondern was vielleicht genauso wichtig ist, wenn nicht vielleicht wichtiger ist, ist, dass ich damit jetzt über Jahrzehnte Erfahrung gemacht habe. Und zwar nicht nur bei mir und für mich, sondern ich habe ja auch über Jahrzehnte hinweg Menschen begleitet,
mit diesen Konzepten und mit den Methoden. Und ich habe gesehen, wie Menschen sich aus ganz tiefen Sümpfen, ja, bedingt durch ihre Prägung, durch ihre Erfahrung, haben herausarbeiten können oder besser gesagt, sie sind aus ihnen herausgewachsen. Sie haben den Sumpf irgendwann genommen wie eine Lotuspflanze als einen Wurzelgrund, der immer noch ganz viel Nährstoffe hat und aus dem heraus man eben wachsen kann und erblühen kann. Dieses Flourishing, was Ja. die positive Psychologie so propagiert, ja. Und wenn da kein Grund ist, in dem ich wurzel, was immer das ist, dann wachse ich eben nicht. Und ich kann jeden Boden umdeuten in einen Kompost oder Dunghaufen oder so, aus dem heraus ich dann eben mich nähren kann. Ja, das ist eben Shakti. Ja, das ist die Autonomie des Wählens. Verstehst du? Das ist uns Sapiens Sapiens, uns Homo Sapiens Sapiens gegeben. Lass uns das doch mal nutzen. Ja? Ja, meine allerletzte Frage. Was möchtest du den zuschauenden Zuhörern mit auf den Weg geben, liebe Anna? Do your yoga. Zitat von meinem sehr geschätzten Kollegen Mark Witwill. Do your yoga, also mach dein Yoga. Ja? Desi Kachar hat gesagt, Yoga ist die Wissenschaft vom menschlichen Sein. Und jeder Mensch, der sich auf den Yoga-Weg begibt und sich dieser Wissenschaft mit den Konzepten und Methoden anvertraut, wird, weil es eine Wissenschaft ist, dieselben Erfahrungen machen. Es wird ihn von den leidhaften Erfahrungen allmählich wegführen, zurück auf das Feld der Möglichkeiten. Dort können wir wählen, dort können wir das Leben wieder gestalten. Und das ist das, was das Leben von uns will. Wunderbare abschließende Worte. Ich danke dir sehr, liebe Anna, für dieses philosophisch-psychologische Gespräch und ja, für deine Berichte, für deine Erläuterungen und für dein Wissen. Sehr Und gerne. ja, sehr Danke, dass du mich gerne. gefragt hast. Danke für das Forum. Ja, Ja, danke alles schön. Gute für alle, die da zuhören. Ja. Bin jetzt ganz beseelt für den ganzen Tag. Okay, dann verabschieden wir uns jetzt, liebe Zuschauer und Zuhörer. Genau. Und tschüss. Namaste. 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 Nein, ich habe das nicht aufgenommen.